Alle direkt so, kenn ich. Erinnert mich ja übrigens immer hier an... Ah, Hockey. Geil, Rocky Hockey. Ja? Der hat ja viel von mir. Ich? Rocky 1, das Filmplakat, ich sehe es noch vor Augen. Diese Rehaugen von Rocky, dieser Bambi-Blick. Oh ja. Und dann das Ende. Adrian! Ja, wobei der konnte am Ende ja nichts mehr sehen, ne? Ach, ja, genau, ja. Adrian! So müsste wie der Reverie auch. So. Da frage ich mich immer, warum hat Sylvester Stallone noch keinen Oscar bekommen? Ja. Nächstes Jahr. Schauspieler. Nächstes Jahr krass. Ich hatte mich schon gewundert, warum der nicht für Achtung oder meine Mama schießt. Ja, aber Leo hat es auch lange gedauert. Leonardo DiCaprio hat es auch super lange gedauert. Das ist ja ganz häufig, ne? Bei großartigen Hollywood-Schauspielern dauert es lange. Die Vergangenheit. Ja, es ist die Vergangenheit. Hier bei Silvester hier die Pornos, ne? Ja, ja. Knick-knack Silvester. Bei Leonardo DiCaprio, warum der so lange keinen Oscar bekommen hat, das ist ja nun wirklich ganz keine Ahnung, das sehen wir. Ich bin der festen Überzeugung, dass 90% der Männer sauer auf Leonardo DiCaprio sind wegen dieses Films. Absolut. Boah, da musste man immer mit der Freundin rein. Immer. Und du sitzt halt noch und denkst, boah, zieht sich das. Boah. Und dann kommt sie an und sagt hier, Director's Cut. Und diese Szene da ganz am Ende, wenn die Titanic untergegangen ist, ja, und hier die Kate liegt auf der Tür im Wasser und der Leonardo DiCaprio hängt da dran, schon völlig weiß. Und das nimmt kein Ende. Es nimmt kein Ende, bis du am Ende denkst, jetzt stirb! Stirb endlich und lass mich ins Bett gehen! Ich weiß überhaupt nicht, wie der Film ausgeht, ehrlich gesagt. Immer bei dieser Stelle penne ich immer ein. Ich träume dann immer. Ich träume dann immer, und dann in meinem Traum endet der Film. In meinem Traum endet der Film so. So, die sind da auf der Tür, Alter. Ich bin schon ganz kalt. Leo, mir ist so kalt. Kate. Ich friere so, Leo, ich friere so. Kate. Du musst mir einen Gefallen tun. Leo, alles, was du willst, Leo, alles. Kate, du musst weiterleben. Ich verspreche es, Leo. Mach's gut. So war das nicht gemeint. Ist so kalt, Leo. Wir können doch gemeinsam weiterleben. Leo, ich friere doch so. Wenn du mir ein bisschen Platz machen würdest und mich auch auf die Tür lässt. Leo, aber die Tür ist so klein. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist die Ballsaaltür. Leo. Lass mich drauf! Hier ist kein Ball. Kate! Ich friere so, Leo! Wir werden beide sterben! Kate! Wir werden beide sterben, Leo! Kate! Leo, mir ist doch so kalt! Kate! Ich friere so, Leo! Hörst du das? Leo, ich höre nichts. Dann sei mal ruhig! Halt die Klappe jetzt, hör was! Ich friere so, was denn? Ein U-Boot? Kein U-Boot! Da kommt ein Hai! Ein Hai? Mach du immer mit deinen Geschichten! Das sind keine Geschichten! Lass mich auf die Tür! Leo, wir werden beide sterben. Help! I need somebody, help! Leo, just on anybody, Kate! Geh! You know I need someone! Kate! Leo! Kate! Die gehört zu mir. Finger weg von meiner Tür. Lass mich auf! So when you hear me, darling, can you hear me, S.O.S.? Wie kannst du jetzt an ABBA denken? Jetzt hau rein! Leo, wir sterben! Auf der blöden Tür ist Platz für zwei. Wie redest du denn mit mir, Leo? Wenn du nicht so verfressen wärst, sogar für was? Drei. Was? So kenne ich dich ja gar nicht, Leo. Wir kennen uns jetzt zwei Wochen. Natürlich kennst du mich doch nicht so. Was? Lass mich auf die Tür. Was? Wärst du schon länger?
uns auf der Tür. Ich habe keinen Hunger mehr.